Servus und grüß euch alle miteinander. Ich bin heute unterwegs bei meiner ersten Erkundungstour 2021 am wunderschönen Siewitzkogelgebiet. Und heute werden wir mal schauen, wie die Lage so ist im heurigen Jahr, wie der Schnee noch drinnen ist, weil wir haben ja vor, eventuell den Klettersteig heuer zu gehen, den Lukasmarktsteig und natürlich auch direkt zum Siewitzkogel. Und ja, deshalb folgt heute meine erste Erkundungstour, wie es ausschaut, weil wir möchten natürlich so bald wie möglich die Tour angehen. Und heute geht es einmal Richtung Reiskogel, weil dort habe ich genau den perfekten Überblick über das gesamte Gebiet. Jetzt beim oberen Winterleitensee, der erste, der untere See ist hier unten, beim Parkplatz bei der Hitten, und das ist jetzt der obere und wirklich herrlich. Eins, was mich wundert, wir haben heute den 14. Mai und der See ist noch relativ sehr dick eingefroren, auf der Seite zumindest, also das habe ich auch noch nie erlebt um die Zeit. Das Wasser ist dementsprechend kalt, ich habe es gut spüren müssen, weil ich bin da rundherum gegangen beim See, da ist so schneebedeckt wie da und auf einmal bin ich so tief ungefähr eingesunken und jetzt bin ich komplett waschenlos, alles hilft nichts. Es muss weitergehen, der Kreiskogel wartet und dort werden wir natürlich jetzt noch aufschauen. Aber zuerst schauen wir uns noch die dicken Eisplatten an, weil das ist wirklich atemberaubend. Also sehr faszinierend, Mitte Mai so dick eingefroren. Ich bin da jetzt da heroben angekommen, am Sattel kann man so sagen. Da unten ist der See, da sind wir jetzt aufgegangen. Und da hinter mir, genau so entlang, ist der Weg zum Kreiskogel. Was man hier in dem Gebiet natürlich beachten muss, ist, dass da hinten, das sind die Seetaler Alpen und das ist Militärübungsgebiet. Man sieht immer hin und wieder solche Tafeln, solche Hinweisschilder, wo drauf steht, dass das militärische Sperrgebiet ist und dass Lebensgefahr besteht. Ja, also man sieht eh überall, also da jetzt nicht, aber unten im Bereich, wo man parkt, sind so digitale Anzeigetafeln, wo zumindest die Wege einzeichnet sind und mit so roten Lichtern und so Hinweise gibt es dort. Die leuchten dann rot, wenn man die Wanderwege halt nicht begehen sollte, beziehungsweise wenn Übungen stattfinden, wo es halt unter Umständen gefährlich werden könnte. Und dann darf man halt die Wege nicht betreten. So, da geht es jetzt noch rauf. Da wird es jetzt ein bisschen windig, aber das macht nichts. Es ist trotzdem sehr angenehm und erträglich. Ich freue mich schon, wenn wir oben sind. Also ich habe mich jetzt eh extrem beeilt, aber wenn man da hinter mir sieht, da oben, es könnte jeden Moment zu regnen beginnen. Da drüben Wolfsberg, Reichenfels, schüttet schon ordentlich, wie man sehen kann. Und ich glaube, da wird es nicht mehr lang dauern. Also
Da hinten Schladminger, Seckauer, Lierzner Bereich, Judenburg. Scheint noch die Sonne auch da jetzt, wo ich gerade bin. Aber da bei mir ist genau die Wolkendecken auf fast gleicher Höhe. Und ich glaube, das wird nicht mehr lang dauern. Ich bin ca. 10-15 Minuten unterm Kreiskugelgipfel und ich glaube, ein Stück wird noch gehen, ich werde es beobachten, aber es könnte sein, dass ich rasch absteigen werde. Und ich glaube, ich werde nass. Aber so ist es. Lassen wir uns überraschen. Jawohl, Gott sei Dank geschafft. Also das letzte Stück bin ich richtig aufgesprintet. Aber es hat sich ausgezahlt. Ich bin am Kreiskogl angekommen. 2306 Meter. Ein richtig geiler Gipfelsieg heute. Es freut mich wieder mal auf so einem geilen Gipfel zu stehen. Und schaut euch das an. Es hat sich ausgezahlt. Es ist herrlich. Herrlich. Absolut traumhaft. Aber jetzt geht es so schnell wie möglich wieder runter, weil da kommt der große Regen und auf den habe ich nicht unbedingt Lust. Also hat mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Die Saison in den Bergen kann wieder beginnen. Gott sei Dank, Saison 21 startet jetzt von mir aus. So, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch, Baba.